Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Wir sind dabei, die Speed-Module zu upgraden, also nicht nur die Speed, sondern auch Effectivity und Productivity-Module zu upgraden. Und zwar bis Stufe 4 können wir das machen. Und ja, da wollen wir jetzt mal weitermachen. Wir sind hier in der letzten Episode mittendrin stehen geblieben. Ja, ich denke, wir sollten erstmal vielleicht noch ein paar Bells zu uns nehmen. Dann ziehen wir die hier runter. Was braucht ihr sonst noch? Eine Solder und die... Das müsste eigentlich passen. So, das heißt, das hier geht hier runter. Dann werden wir hier das so inserten. Wir machen auch Exerter. Hier in der Mitte. Forschung ist aktuell egal. Ich glaube nicht, dass wir da noch großartig was bauen, weil wir erinnern uns aus der letzten Episode, wir bräuchten hier Polished Ruby und eigentlich nur Polished Ruby. Ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwas, das wir machen könnten. Die Raw Speed Module und Green Modules und Raw Productivity Modules, die wären natürlich nice, aber das würde voraussetzen, dass wir diese Boards noch machen würden, die wir für die Forschung benötigen. Und dazu habe ich irgendwie gerade nicht so Lust. Aber wir machen hier dieses Plastikzeug. Polycarbonat. Jo. Schön. Läuft. Dann sagen wir bei euch, Nierenserten. Dann bauen wir hier Inserter. Dann haben wir hier ein Output-Belt. Die bauen jetzt super lange natürlich, aber das macht nichts. Wie gesagt, wir brauchen nicht so viele davon. Ich glaube, das habe ich in der letzten Episode auch schon angedeutet. So, dann kommt das hier durch. Dann fehlt dieser Belt hier noch. Und dann müsste das eigentlich soweit laufen. Damit haben wir... Was ist bei dir? Achso, da kam erstmal nichts. Damit haben wir Speed und Effectivity schon mal gemacht. Das heißt, jetzt kommt Productivity an die Reihe. Und zwar machen wir das. Ja, wie machen wir das denn? Ich denke, wir machen hier nochmal. Ups. Hier nochmal 6. Dann würden wir sagen, dass wir ganz lang das nehmen, wobei, nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wir haben ja diesen Belt hier, brauchen wir für die Vierer, brauchen wir auch nochmal Solder. Wow. Okay, dann splitten wir das halt nochmal auf. Du gehst hier unten durch. Und der andere verbindet sich mit den Modulen. Und ich denke, das ist hier auch eigentlich gerade eine gute Linie. Das können wir hier belassen. Beziehungsweise es muss nicht so weit sein. Wir werden... Ne, werden wir? Werden wir nicht? Weg damit. Brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Dann... Ja, machen wir das hier. Und sagen, die Dreier. So, da werden auch fleißig Dreiermodule gecraftet. Es ist ein bisschen natürlich jetzt ein Durcheinander, weil man von rausgezoomt kann man nur schwer erkennen, was denn jetzt hier genau drauf ist. Man muss hier wirklich reinzoomen, sieht dann diese zwei kleinen Chips, die auf dem Chip drauf sind. Und dann weiß man, dass es Zweier sind. Aber gut.
Ihr braucht Transistoren. Das heißt, wo zweigen wir die ab? Hier, ne? Dann nehme ich einen roten Belt. Und die kommen hier rein. Was brauchen wir noch? Solder. Das haben wir bereits. Okay, wir brauchen noch die hier. Die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Okay, gut. Dann werden wir hier Input machen. Und hier ebenfalls. Ich werde das jetzt erstmal zu Ende bauen, bevor ich den Strom anschließe. Einfach, weil sonst. Man kann es irgendwie. Ich kann dann rauszoomen und kann dann besser sehen, ob das, was ich gemacht habe, auch wirklich funktioniert. Also wenn ich jetzt direkt den Strom anschalte. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur noch den Output. Ja, würde ich sagen, machen wir hier. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das funktionieren müsste. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das den Substation scheint so zu funktionieren. Ich werde die Substations hier hinbauen, damit wir auf der linken Seite etwas mehr Platz haben. So, jetzt laufen die auch. Sehr schön. Dann für die Vierer. Erstmal sollte ich vielleicht den ganzen Kram hier loswerden. Bitte schön. Dann die hier auch noch. Weg damit. Und das ganze Zeug kann eigentlich auch weg. Na, nee. Hier. Hier. Und hier. So, dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal hier drüben aufbauen. Also, ne, nicht direkt nochmal. Was zur Hölle ist das eigentlich schon wieder? Petroleum Jelly. Gun Cotton. Cordit. Wozu brauchen wir das? Das ist ein Military Science Ding, also wahrscheinlich brauchen wir das für irgendwie. Für irgendwelches Military Zeug. Ist wahrscheinlich irrelevant für uns. Power Armor 2. Genau dafür machen wir auch die Module. Jetzt weiß ich auch wieder, warum wir überhaupt die Module machen. Damit wir einen besseren Power Armor haben können, damit wir mehr Exoskeletons reinpacken können, damit wir schneller laufen können. So läuft das. So, researchen. Dankeschön. Huh. Warum haben wir den Research vorhin nicht schon früher gemacht? Keine Ahnung. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen. Paar mehr Assembly Machines, dafür fehlt uns Concrete. Jetzt mangelt schon wieder an Eisen. Also ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht irgendwie ein umfangreiches Botnetzwerk aufgesetzt habe, wo ich einfach sagen kann, hey, schaut einfach, dass ich alles immer zu den notwendigen, also mit den dass ich immer mit den notwendigen Materialien versorgt werde. So, wir brauchen Bearings. 2. Was fehlt jetzt? Stahl. Dann machen wir da nochmal 10. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn jetzt müssen wir aus diesem ganzen Beltwirrwarr. Was ist hier los? Warum wird hier nicht produziert? Keine Transistoren. Warum kommen hier? Ach so. Haben wir zu wenig Transistoren? Ist das was? Ist das das Problem?
Wie sieht es mit diesem Warenhaus aus? Tatsächlich. Wir haben nicht genügend Transistoren. Wow. Das liegt unter anderem daran, dass wir nicht genügend Silicon Wafers produzieren. Ich würde sagen, wir boosten das hier mal ein bisschen. Vielleicht müssen wir den Belt auch noch schneller machen. Und wir können diese Maschinen dann auch noch upgraden. Ich denke, das ist durchaus auch eine sinnvolle Sache. Und der Belt muss schneller werden. Oder? Nee, muss er nicht. Wir haben kein Problem mit dem Rauslegen. Und jetzt kommt auch hier unten noch ein bisschen was hin. Hervorragend. Okay, naja gut, da können wir jetzt erstmal nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig Transistoren momentan. Ja, was soll man tun? Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Dann brauchen wir noch die Dinger hier. Die müssen wir jetzt auch noch hier irgendwie durchbringen. Und zwar würde ich sagen, wir machen das hier irgendwie. Okay, dann kommen hier zwei Input-Belts und dann würde ich sagen, machen wir hier sechs Stück. Und ihr macht dann bitte die Vierer-Module. So, ist jetzt die Frage, was wir alles auf denselben Belt packen. Wir haben einen Solder. Ich denke, wir nehmen Solder und die Contacts auf einen Belt, weil die direkt hier nebeneinander sind. Die können wir jetzt auch merchen, grundsätzlich. Dann kommen die hier rein. Dann, oh, wir brauchen die Boards auch wieder, ne? Wir brauchen die ganzen Boards wieder. Reicht das? Wir haben die Boards auf, also die Logic Boards auf einem Belt und wir haben die Module auf einem Belt. Das heißt, es fehlen noch die Integrated Electronics. Die kommen von hier drüben. Wir müssen jetzt hier ein bisschen. Wir müssen mit drei. Mit drei arbeiten. Das heißt, wir haben hier überall Output. Ne, ich würde sagen, der hier geht auf die Seite. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Wir müssen mal gucken, ob das so funktioniert oder ob wir da umdisponieren müssen. Was wir vielleicht tun könnten, wären die Vierer von denen hier anzuhängen. Geht das? Bin mir unsicher. Ich glaube, es geht. Ich glaube, wir kriegen das hin. Weil dann können wir die hier. Braucht ihr Transistoren? Ne, ihr braucht gar keine Transistoren mehr. Okay, das heißt, ihr geht hier rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir die hier erstmal. Dann werdet ihr. Wir brauchen das hier auch noch. Also super verwirrend. Okay, Integrated Electronics. Nehmen wir die mal zuerst. Die kommen hier rein. So, hier bitteschön.
Dann Integrated Electronics. So, dann fehlen jetzt eigentlich wirklich nur noch die zwei. Okay, dann machen wir das so. Wir legen die hier raus auf den mittleren Belt und haben dann nochmal ganz außen ultralange Inserter. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Und ihr kriegt dann. Nee, das ist falsch. Das ist Quatsch. Hier muss es durch. Und wir haben dann hier den Output. So, dann die Integrated Electronics müssen hier auch noch weiter. Das heißt, das müssen wir hier ein bisschen anders machen. Das ist aber nicht so wirklich wild. Wir können die einfach mit einem roten Underground Belt hier durchziehen. So, damit haben wir hier schon mal die Productivity Module 4. Wie wir die dann hier in das Warenhaus bringen, das schauen wir dann ein bisschen später. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Okay, huh. Was sollte. Okay, Power Armor haben wir. Vehicle Fusion Reactor. Ich brauche noch mal mehr rote Inserter. Dankeschön. So. Was kommt auf welche Lane? Was macht Sinn? Wir haben ja. Wir müssen die Dinge hier auch noch irgendwie durchbringen. Ich würde sagen, die kommen hier rein. Ich denke, das macht Sinn. Die kommen hier durch. Ne, geht nicht. Blau. Kein Problem, wir haben alles im Griff. So, das sind jetzt die Dreier-Module. Die brauchen wir als Input hier. Das heißt, ich werde jetzt mal. Was fehlt denn noch? Die Integrated Electronics fehlen plus die Boards. Die sind hier. Die müssen wir hier auch nochmal durchbringen. Okay, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich möchte das hier ein bisschen weiter außen rum nehmen. Dann splitten wir das hier. Ja, dann nehmen wir einen kleinen. Ja, wir kommen hier sogar mit den gelben durch. Schön. So, die. Die kommen hier rein. So, ich sollte hier noch das hier zu Ende bauen. Denn die machen die Effectivity-Module. Dann die Integrated Electronics. Komm hier rein. Ups, nein. Das war falsch. So, dann werde ich jetzt erstmal den Output machen. Wir nehmen hier erstmal den Input. Es ist super verwirrend, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden sehen, ob dann im Endeffekt auch das rauskommt, was wir sehen wollen. Nee, das war Output, ne? Ja, das war Output. Ich noob. So, der ist richtig.
Das ziehen wir runter. Bis hierhin. Wir sagen euch nie inserten. Ja. Jetzt können wir die Forschung machen. Was haben wir denn noch? Multipurpose Furnace MK2. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen, das, um die Dinge herzustellen. Also sollten wir das vielleicht auch tun. Fehlen jetzt nur noch Inserter? Ist es tatsächlich so? Es fehlt natürlich noch Licht. Ah, das ist ein bisschen ungünstig hier. Aber wir kriegen das hin. Wir packen das einfach dahin. So, ihr nehmt von ganz lang. Dann der und der und der. So. Das läuft. Dann Inputs auf der Seite noch. Plus mit roten. Läuft. Hier nicht, weil... Weil wir keine Transistoren haben, ne? Ja. Die Speed-Module schnappen sich die ganzen Transistoren weg. Und das führt dazu, dass wir zu wenig haben. Okay. Und nun. Müssen wir die ganze Geschichte hier noch irgendwie wieder rauskriegen. Brauche mehr Belts. Okay, das ist jetzt ein riesiger Spaghetti-Albtraum, den wir hier mit den Belts veranstalten. Aber ich glaube, es funktioniert. Immerhin funktioniert es. Zumindest so, wie es aussieht. Der Durchfluss und die Produktionsrate ist zwar nicht so gut, aber ich denke mal, man kann nicht immer alles haben, ne? Nur muss ich auch mal mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden geben. So, wir sagen hier, wenn kleiner sind als, was brauchen wir, 200, reicht völlig aus. So, ja, die kriegen gar nichts. Das ist okay. Das hier müssen wir ein bisschen anders machen. Wir werden hier zwei Filterinserter hinpacken. Du sagst, nimmst die Speed-Module, du nimmst die Effectivity-Module, die wir nicht haben. Damit wir das hier auch ordentlich... Was ist hier los? So, der ist auch falsch, ne? So. Dann sagen wir hier, wenn Speedmodule kleiner sind als 200, ich denke, wie gesagt, reicht vollkommen aus. Ist ja nicht so, als hätten wir bisher super viele Module verwendet. Und wir sagen, wenn effektive Module sind natürlich kleiner als 200. So. Läuft. Yay, wir haben Module. So, packen wir das hier mal rein, weil die brauchen wir nicht. Module 3 werden nicht verwendet. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier die ganzen Boards. Hier, bitteschön. Schnappt euch die. Und wir haben Transistoren. Dann werden wir die mal hier reinpacken, damit der ein bisschen arbeiten kann. Und wir haben Integrated Electronics. Bitteschön. So, ja, wir haben zu wenig Transistoren, das ist ein Problem und ich denke, wir sollten einfach mal dahin gehen und nachgucken, was denn, ob wir da was tun können, damit wir dieses Problem ein bisschen relativieren können. Ach Mist.
Natürlich fahre ich mal wieder in die Rohre rein. Wäre ja nicht ich, wenn ich mal hier mit dem Factorio-Auto fahren könnte, ohne was kaputt zu machen. Okay, hier war das, ne? Was ist das Problem? Die Fabriken sind einfach relativ langsam. Das heißt, wenn wir jetzt das jetzt hier upgraden. Wir brauchen nochmal drei Stück. Was fehlt? Titanium. Ja, das hat sich jetzt wahrscheinlich über die Folgen hinweg so ein bisschen angedeutet, dass das hier ein Problem ist. Allerdings hatten wir so viel vorrätig, dass wir das erst jetzt gemerkt haben. Was natürlich eher suboptimal ist, aber na gut. So. Jetzt habt ihr. Jetzt müssen wir hier die Bells schneller machen. Denke, wir fangen erstmal mit dem hier an. Ups, nein. Und schon habe ich wieder Crap im Inventar. So schnell geht es. Das war die ganzen Silicon Wafers. So. Warum bist du keine grüne Maschine? Dich habe ich vergessen zu upgraden. Und jetzt kommt auch hier der Belt nicht mit. Womit ich grundsätzlich eigentlich kein Problem habe. Wir können ja. Wir probieren es erstmal mit Blau, würde ich sagen, ne? Wenn Blau nicht ausreicht, können wir es immer noch upgraden. Aber wir haben, glaube ich, sowieso relativ viel blaue Belts im Inventar. So, da auf der rechten Seite scheint es gut zu sein. Ich denke, also wichtig ist, dass dieser Belt hier schneller wird. Dann brauchen wir hier zwei davon. Machen ihn hier schnell. Dann sollte das eigentlich passen. Die werden dann jetzt natürlich alle sofort wieder abgeholt. Reicht das vom Speed her? Ne, wir sind tatsächlich nicht schnell genug. Warum bist du ein Nier-Inserter? Seid ihr alle Nier-Inserter? Warum seid ihr Nier-Inserter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Haben wir hier auch noch, wir haben teilweise auch Nier-Inserter hier, ne? Ja. Aber es sieht hier tatsächlich so aus, als wäre der Belt nicht schnell genug. Ich glaube selber kaum, aber ich denke, wir werden jetzt als allererstes mal. Sollen wir vielleicht ein lila Belt verwenden? Wie viel haben wir hier? 200. Sollen wir einfach mal ein lila Belt verwenden, ne? Aus Jux und Spaß. Weil wir es haben. So, haben wir auch Underground Belts davon? Ne, haben wir nicht. Dann nehmen wir noch ein paar Underground Belts mit. Und Splitter brauchen wir auch. Extremely fast Belts. Für irgendwas haben wir die Dinge ja hergestellt. Es wäre eine Schande, wenn wir die nie verwenden würden. Ich denke, das seht ihr auch so. So. Dann brauchen wir hier den Splitter. Der Bell ist wirklich ratzvoll. So, dann machen wir das hier weiter. Dann werden wir hier auch noch einen davon machen. Ach, guck einer an.
Wie viel haben wir hier gesagt? 2,5k nur. Na komm, machen wir 10.000, nicht 100.000, 10.000. So. Ich glaube, wir haben noch das Ding hier, muss auch upgraded werden. Und ja, naja, wir haben jetzt hier natürlich die zwei roten. Zu wenig Silicon Wafers. Weil die das teilweise nicht rauslegen können, ne? Dieser Bell ist auch zu langsam. Machen wir den hier blau. Ich meine, wir können ihn auch noch schneller machen, so ist es nicht. Das ist keine Limitierung, aber ich denke, ich hoffe, das sollte so ausreichen. Nee, es reicht nicht aus. Er hier kann nicht genügend rauslegen. Okay, dann nehmen wir erstmal die hier. Reicht das jetzt? Ja, jetzt gibt es einen Rückstau. Sehr schön. Und hier werden super viele Transistoren produziert. Es geht jetzt natürlich ein bisschen auf Plastik. Aber wir gucken mal kurz, wie es da aussieht. Plastik ist gut. Plastik passt. Ich denke, sobald die Module fertig sind, wird sich das dann auch relativieren. Ne, wir haben hier tatsächlich ein Produktionsproblem, ne? Ja, jetzt können wir alle rauslegen, aber wir produzieren nicht genügend. Aber zumindest, naja, scheint sich das Problem mit den Transistoren jetzt behoben zu haben. Das heißt, wir haben hier immer noch keine. Warum haben wir hier immer. Das gibt's doch nicht. Es trudelt langsam ein. Naja, vielleicht ist es halt einfach noch eine Nachwirkung. Wir müssen erstmal ein bisschen warten, bis sich das System selber wieder regelt. Ja, hiervon haben wir nicht wirklich viele. Also es kommt hier tatsächlich immer noch nichts durch. Es liegt auch daran, dass der Bell vielleicht ein bisschen zu langsam ist. Aber gut, wie gesagt, wir brauchen die Module ja eigentlich momentan eh nicht so wirklich dringend. Ja, beim nächsten Mal. Sieht auch schick aus hier mit der Farbe. Ja, beim nächsten Mal, denke ich, machen wir weiter mit unserer Rocket-Forschung. Wir können ja mal kurz hier gucken, wie es um das Silo steht. Ja, ist schon halb voll. Ich denke, bis wir die anderen Komponenten alle gemacht haben, müsste das wahrscheinlich voll sein. Und dann können wir hoffentlich eine Rakete launchen. Das wäre super. Aber das war es jetzt mal mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.